Ein VST kann ein Effekt oder Instrument sein. Alle verfügbaren VSTs finde ich in Cakewalk hier im Browser. Den kann ich übrigens mit B wie Browser ein- oder ausblenden. Hier sind meine Instrumente, also VSTs, die von alleine Krach machen. Und hier sind meine Effekte, die Krach bearbeiten können. Um jetzt ein Instrument einzufügen, ziehe ich mir das von hier im Browser in meine Spuransicht in einen freien Bereich. Dann kommt dieser Dialog. Mit einfacher Instrumentenspur mache ich schon mal nichts falsch. Macht eine hybride Spur mit einem MIDI-Eingang und einem Audio-Ausgang. Wollt ihr mehr Kontrolle, kann ich aber auch meinen Eingang und Ausgang des VSTs durch eine jeweilige Spur trennen. Muss ich dann das hier auswählen. Oder zum Beispiel bei einem virtuellen Schlagzeug. Jedes Schlagwerk als Einzelspur ausgeben. Kann aber auch schnell unübersichtlich werden, aber das ist ja dann eure Entscheidung. So oder so, VST-Instrument ist eingefügt und ich kann loslegen. Möchte ich jetzt aber einen Effekt einfügen, geht das nicht, wenn ich ihn in einen leeren Bereich ziehe. Ist ja auch ein Effekt, der von sich aus keinen Krach machen kann. Der kann ja nur Krach bearbeiten. Also muss der in eine Spur, die Audio ausgibt. Das kann entweder eine Audiospur sein oder auch wie eben gerade eine einfache Instrumentenspur. Und dazu ziehen wir den Effekt in den jeweiligen Effekt-Track, also diesen Kasten hier, in die gewünschte Spur. Sollte der nicht da sein, dann hier oben statt benutzerdefiniert alle auswählen. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit MIDI-Effekten, aber die dann nur bei MIDI-Spuren, nicht zum Beispiel hier bei der Instrumentenspur. Das Problem könnt ihr aber dann lösen, indem ihr einfach eine MIDI-Spur einfügt und als Ausgang das entsprechende VST auswählt. Behandelt also Effekte und Instrumente beim Einfügen unterschiedlich. Ich sehe es zum Beispiel so oft, dass jemand versucht, sein VST-Instrument im Effekt-Track einer Audiospur zum Laufen zu bringen. Ja. Und wie ihr ein VST installiert, das gibt's in dem Video hier.